Die FDP will stärker die Wirtschaft entlasten und den Sozialstaat einschränken und konfrontiert damit ihre Koalitionspartner SPD und Grüne. Das FDP-Präsidium verabschiedete heute einen Beschluss mit 12 Punkten, unter anderem diesen. Der Entwurf sieht etwa Verschärfungen beim Bürgergeld vor. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, dem sollen die Leistungen sofort um 30% gekürzt werden. Zudem wird ein Ende der abschlagsfreien Rente mit 63 gefordert und eine schrittweise Abschaffung der staatlichen Förderung von Wind- und Solarenergie. Tim Kröger. Das Beschlusspapier klingt wie eine Kampfansage an die Ampelpartner. Die FDP will mit den Vorschlägen die Wirtschaft beleben. Thema auch auf dem FDP-Parteitag am kommenden Wochenende. Ich bin mir darüber im Klaren, dass der ein oder andere Koalitionspartner womöglich diese Position nicht auf Anhieb nachvollziehen kann. Aber nichtdestotrotz, die Lage ist so, wie die Lage nun mal ist. Wir werden natürlich auch ganz klar innerhalb der Koalition uns dafür stark machen, dass diese Dinge umgesetzt werden. Die Welt habe sich seit dem Koalitionsvertrag verändert. Ukraine-Krieg, Inflation, Zinsentwicklung. Kritik kommt von der SPD. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erteilt mehreren Punkten des Papiers eine Absage. Wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz geht, ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee. Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun. Aber ich sehe das ganz gelassen. Ich halte das auch eher für Parteitagsfolklore bei der FDP. Denn das wird ja nicht Wirklichkeit werden in der Regierungskoalition. Die Grünen hingegen halten sich mit Kritik zurück. Die Koalition arbeitet und das wird nicht sich ändern, weil es Parteitagsbeschlüsse gibt. Wenn es so wäre, können wir das Arbeiten einstellen. Machen wir nicht. Die Union attestiert dem FDP-Papier durchaus richtige Vorschläge. Die Ampel aber sei damit am Ende. Also muss dann die FDP entscheiden, meint sie es ernst damit, dann muss sie aber aus der Koalition raus, weil klar ist ja, dass SPD und Grüne das nicht beschließen können. Ein Papier voller Reizthemen, mit dem die FDP auf dem Bundesparteitag ihr Profil schärfen will. Profilschärfung also der FDP, Shakuntala Banerjee. Wie weit geht das auf Kosten der Koalition? Es hängt wahrscheinlich von zwei Fragen ab. Zum einen von der Frage, wie weit steigen SPD und Grüne jetzt in diese Debatte ein? Wir hatten gestern scharfe Reaktionen aus der SPD gehört. Heute klang das Ganze schon etwas verhaltener. Und die Grünen haben sich heute überbetont gelassen gegeben und haben gesagt, ja, Parteien können sich gerne positionieren. Regieren ist nochmal was anderes. Und die zweite Frage ist, schärft die FDP da tatsächlich derzeit nur ihr Profil, zum Beispiel mit Blick auf die Europawahlen? Oder zieht sie gleichzeitig auch rote Linien für zum Beispiel die Verhandlungen über die Wirtschaftswende? Beides lässt sich aus dem Text und aus den Aussagen heute herauslesen. Es ist also nicht ganz eindeutig. Und wahrscheinlich werden wir erst erfahren, wie die FDP es genau meint, wenn die Verhandlungen über die Wirtschaftswende weitergehen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Shakuntala Banerjee. Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt und einen Einblick gibt, wie sehr China offenbar versucht, Deutschland auszuspionieren. So sind heute drei Deutsche festgenommen worden, weil sie für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein sollen. Zwei Männer sitzen in U-Haft. Der Vorwurf, sie hätten Informationen über Militärtechnik weitergegeben. Die chinesische Botschaft wies die Anschuldigungen empört zurück. Einzelheiten von Christoph Desterel. Als Kanzler Scholz letzte Woche in China für deutsche Spitzentechnologie warb, sagte ihm Präsident Xi den Import von genau zwei weiteren Produkten made in Germany zu. Rindfleisch und Äpfel. Doch der jetzt bekannt gewordene Spionagefall lässt ahnen, wie sehr sich China in Wirklichkeit für deutsches Hightech interessiert. Der Vorwurf? Thomas R. arbeitete als Agent für den chinesischen Geheimdienst MSS. Seine Aufgabe? Militärisch nutzbare, innovative Technologien beschaffen. Dafür warb er das Ehepaar Herwig und Ina F. an. Die stellten über ihre Firma in Düsseldorf Kontakt zu Wissenschaftlern und mindestens einer deutschen Uni her und sammelten so Informationen über moderne Maschinenteile, etwa zu Motoren für Kampfschiffe. Heute wurde das Trio dem Bundesgerichtshof vorgeführt, Wohnungen und Arbeitsplätze durchsucht. Die Politik gibt sich wachsam. Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick. Wer in Deutschland für ausländische Geheimdienste tätig wird und rechtswidrig potenzielles militärisch nutzbares Material exportiert, muss mit einer harten Antwort unseres Rechtsstaats rechnen. Cyberangriffe auf deutsche Konzerne, immer gewiefteres Hacking. China gilt vielen als die größte Gefahr für kritische Infrastrukturen im Westen.
auch weil der Datenklau dort anders läuft als anderswo. In anderen Ländern ist das eher was Privatwirtschaftliches. In China ist das wirklich etwas, was die Kommunistische Partei, was der Staatsapparat fördert und wo der Staatsapparat auch Unternehmen aktiv dabei unterstützt, diese Spionage und vor allem diese Industriespionage durchzuführen. Neben dem Know-how über Schiffsmotoren sollen die drei Agenten auch einen Speziallaser unerlaubt außer Landes geschafft haben. Genau solche Dinge, meint die Expertin, brauche China noch auf dem Weg zur Großmacht. Welche Strategie verfolgt China mit der mutmaßlichen Spionage? Dazu sehen Sie heute live ab 19.30 Uhr in der ZDF-Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Es ist eine Kündigung mit Widerhall. Die Chefermittlerin des Cum-Ex-Steuerskandals, Anne Brohr-Hilker, wirft hin. Zu den Gründen sagte sie im WDR, sie sei überhaupt nicht zufrieden, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Dies lasse sich in einem Satz zusammenfassen. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, so Brohr-Hilker wörtlich. Die Politik müsse mehr gegen Steuerdelikte tun. Durch die illegalen Aktiendeals wurde der Staat um einen Milliardenbetrag geprellt. Und jetzt schauen wir auf die Klimakrise. So schön sieht der Mittelmeerraum aus dem Orbit aus, aufgenommen aus etwa 800 Kilometer Höhe durch den EU-Klimadienst Copernicus. Eine ganze Reihe dieser Spezialsatelliten kann die zunehmenden Extremwetterereignisse immer exakter erfassen, genau wie Algenwachstum, Waldbestände oder Treibhausgase. Zusammen mit alarmierenden Temperaturdaten vom Boden steht fest, 2023 wurden zum Beispiel am Mittelmeer so viele extreme Hitzestresstage gezählt wie noch nie. Mehr von Marc Hugo und Inga Rabe. Für Lena Lautwein wird inzwischen jeder Sommer zur Qual. Sie hat Multiple Sklerose. Normalerweise ist sie in ihrem Alltag nur wenig eingeschränkt. Aber die Hitze verstärkt ihre Krankheitssymptome. Also ab 25 Grad wird es tatsächlich schwierig für mich. Dann fange ich schon so ein bisschen an zu leiden. Und ab 30 Grad ziehe ich mich tatsächlich wirklich nur in meine abgedunkelte Wohnung zurück. Die Klimaerwärmung wird für chronisch Kranke und Ältere immer mehr zum Risiko. So stieg in den letzten 20 Jahren mit den Temperaturen auch die hitzebedingte Sterberate um 30%. Hitze einerseits, extremer Regen andererseits. Vor allem ab Herbst Hochwasser an vielen Flüssen. Der Norden Europas war deutlich zu nass und damit aber auch der Norden Deutschlands. Und der Süden Europas, der Mittelmeerraum, war ausgesprochen trocken mit allen Folgen wie Trinkwasserknappheit, aber auch große Waldbrände, insbesondere in Griechenland. Ein Klimajahr der Kontraste. Und es werden weitere Folgen. Kein Kontinent erwärmt sich so schnell wie Europa. Und die Hitze und Trockenheit setzt selbst Bäumen zu, die ein Sinnbild für Südeuropa sind, und zwar Olivenbäume. Sie leiden unter der Klimakrise, die Ernte brach zuletzt ein. Die Folge: Olivenöl ist doppelt so teuer wie im vergangenen Jahr. Barbara Luke über die Nöte eines griechischen Olivenbauern. Nilos Papachristou ist nervös und schlingt die Schläuche um die Äste. Die alten Olivenbäume brauchen viel Fürsorge, aber das verdammte Wetter spielt einfach nicht mehr mit. Wie das die Ernte berührt? Es ist dramatisch, tragisch. Ich kann das mit Worten überhaupt nicht beschreiben. In den letzten Jahren erleben wir eine wirklich totale Veränderung des Wetters. Vor ein paar Jahren produzierte Nilos noch rund 8000 Liter Öl pro Saison, letztes Jahr nur noch 700. Zu wenig Regen, zu viel Trockenheit. Deshalb bewässert er seine Olivenhaine jetzt künstlich, aber es reicht nicht. Wir befürchten, dass die Bäume dieses Jahr so unter Stress stehen, dass sie, um sich selbst zu retten, etwas sehr Natürliches tun. Sie werden die Früchte abwerfen, um alleine ohne sie zu überleben. In Griechenland, wo sich die knorrigen Bäume wie ein Netz über die Hügel ziehen, hat sich die Ölproduktion in den letzten zwei Jahren deshalb fast halbiert. Überall kämpfen sie mit steigenden Preisen für ihr liebstes Produkt. Was sollen wir denn sonst nehmen? Öl ist essentiell. Letztes Jahr hat es noch 3 Euro gekostet und jetzt 15 oder mehr. Das ist unhaltbar. Und deshalb gibt Nilos nicht auf und wässert seine Bäume weiter und weiter und weiter. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Das ist besonders für einige Industriezweige eine Mammutaufgabe. Bei der Herstellung von Zement werden riesige Mengen Kohlendioxid freigesetzt.
Etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen entstehen so. Bald soll der Baustoff aber umweltfreundlicher produziert werden. Gefördert mit mehr als 109 Millionen Euro von der EU soll in Schleswig-Holstein in Lägerdorf ein klimaneutrales Zementwerk entstehen. Winnie Heescher war dort. Manches braucht eine große Vorstellungskraft. Zum Beispiel, dass dieser symbolische Spatenstich ein echter Spatenstich ist. Und dass hier in Lägerdorf, wo seit über 160 Jahren Kreide abgebaut und Zement hergestellt wird, ein klimaneutrales Vorzeigeprojekt entstehen soll. Wir haben keine Zeit mehr. Es ist sinnlos zu sagen, dann warten wir die nächsten 20 oder 30 Jahre, vielleicht fällt uns noch mal was Neues ein. Wir sind eher mit allem zu spät dran, dass wir nicht länger warten können. Bislang sind in den Öfen hier 1,2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr entstanden und ausgestoßen worden. Im neuen Ofen, hier im Modell Blau, soll das CO2 komplett aufgefangen und verflüssigt werden, sodass es weiter transportiert werden kann. Ein aufwendiger Prozess, der viel Energie braucht. Ob man am Ende wirklich von 100% Klimaneutralität sprechen kann, das wird man im Ergebnis schauen müssen. Denn da hängt ja natürlich viel mehr dran. Da hängt zum Beispiel auch der Transport dran. Wie gelangt am Ende das Endprodukt von A nach B? Ja, das sind Sachen, die wird man am Ende mit einpreisen müssen. Aber wir blicken dem eigentlich sehr positiv entgegen. Die Infrastruktur für den Transport zu anderen Raffinerien steht noch nicht, aber die Idee, was aus dem Kohlenstoff werden soll. Unser CO2 ist eine Möglichkeit, das in die Chemie zu geben und daraus wieder neue Produkte wie Zahnbürsten, Schuhe und dergleichen herzustellen. Bis 2028 soll das Projekt stehen. Ohne Risiko ist es nicht. Noch sind nicht mal alle Baugenehmigungen erteilt. Bundespräsident Steinmeier ist in die Türkei gereist und hat dort die Lebensleistung türkischer Migrantinnen und Migranten in Deutschland gewürdigt. Die Millionen Geschichten türkisch-deutscher Einwanderer seien Teil der deutschen Geschichte, sagte Steinmeier am Bahnhof Skirgeci in Istanbul. Von dort waren in den 60er Jahren Hunderttausende Menschen als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland aufgebrochen. Am Mittwoch will Steinmeier auch Staatspräsident Erdogan treffen.